Herzlich willkommen zu einem meiner kurzen Selbstgespräche. Das Thema meines heutigen kurzen Selbstgespräches lautet: Niemand wird je heilen, dessen Sucht du unterstützt. Es gibt ja den gern zitierten Satz, die gern zitierte Behauptung in der von mir so geschätzten spirituellen Szene: Jeder darf sein, wie er will. Liebe ist, jeden sein zu lassen, jeden anzunehmen, so wie er will. Dieser Satz wäre theoretisch wahr, wenn Menschen bei sich selber wären, wenn sie sie selber wären, wenn sie ihr Ich Bin leben würden, wenn sie ihr Herz offen hätten, ihr wahres Sein leben würden, also wenn sie in der Liebe wären, bei sich, sich und ihre Gaben, ihre Wahrheit leben würden, für sich selber sorgen würden, nicht lügen, betrügen, sedieren, manipulieren, um mehr Energie von außen nach innen zu bekommen, als sie im Inneren spüren zu haben, wäre der Satz: Jeder darf sein, wie er will, nimm jeden an, so wie er gerade ist, wäre der Satz wahr. Fakt ist allerdings, dass deutlich mehr als 3/4 aller Menschen nicht bei sich selber sind, nicht in der Liebe sind, nicht ihre Wahrheit leben, nicht für sich selber aus ihren Gaben heraus gut sorgen, nicht wahrhaftig sind, nicht lieben. Das ist Fakt, ob dir das gefällt oder nicht, ob du das glaubst oder nicht. Die Probleme auf der Erde, die massiven Probleme auf der Erde, die wir aktuell haben, haben ihre Ursache nicht in den bösen Machthabenden, die übrigens weniger als 0,1%, deutlich weniger als 0,1% der Weltbevölkerung darstellen und damit gar nicht die wirklichen Machthabenden sind. Die Macht dieser machtmissbräuchlichen, deutlich weniger als 0,1% der Weltbevölkerung gibt diesen Pseudo-Machthabenden oder auch tatsächlich Machthabenden, geben die deutlich über 3/4 aller Menschen, die ihre Macht ablehnen, die ablehnen, ihr Leben in Wahrheit zu ordnen, die ablehnen, wahrhaftig zu werden, Grenzen zu setzen, ihr Herz zu öffnen für sich selbst, jetzt, so wie sie gerade sein können. Die wirklich Machthabenden der Welt sind die Mehrheit, und die Mehrheit verweigert in Vermeidung des Fühlens der eigenen Wunde die eigene Macht, die eigene Verantwortung, dass sich lieben, dass sich annehmen, dass klar Grenzen setzen, dass durch einen Drogenentzug gehen, dass in die Höhle treten, vor der sich die meisten Menschen am meisten fürchten, in die Höhle ihrer größten Ängste, Schatten, Dämonen. So. Also, jeder darf sein, wie er möchte, nimm jeden Menschen so an, wie er möchte, ist nur theoretisch wahr. Praktisch ist das einfach nur eine Trickbetrügerei desjenigen, der das ausspricht. Und durch das Pseudo-Annehmen jedes anderen und das Zulassen jedes anderen versucht, mehr Liebe, mehr Annahme, weniger Ablehnung durch andere zu erfahren. Denn wenn wir Nein sagen, wenn wir sagen, was es kostet, mit uns Zeit zu verbringen, was es kostet, mit uns zu leben, wenn wir unsere Werte klar kommunizieren, kriegen wir in der Regel keinen Beifall, kein Gejubel, keine Annahme. Jetzt klingt es hier schon wieder. Nein, wenn wir Nein sagen zu Menschen, wenn wir sagen, was es kostet, mit uns Zeit zu verbringen, wenn wir Grenzen setzen, erfahren wir selber Ablehnung und damit Reflexion und Spiegelung unserer eigenen Ängste. Und das wollen ganz besonders die von mir so geschätzten Menschen in der spirituellen Szene ablehnen. Deshalb haben wir uns alle lieb, wir kuscheln miteinander, wir sagen nicht, was unsere Werte sind, wir setzen keine Grenzen, jeder darf sein, wie er möchte. Das darf jeder so machen, wie er will, bei mir läuft das so nicht so. Jetzt kommen wir aber zurück zum Thema des aktuellen Videos. Niemand wird jemals heilen, dessen Süchte du unterstützt. Was ist denn eine Sucht? Eine Sucht ist eine Strategie deines Ego, um deine kindlichen Schmerzen, Ängste, Dämonen, Schatten, Traumata zu vermeiden. Eine Sucht ist etwas, das du immer und immer und immer wieder tust,
obwohl du weißt, dass es nicht deiner Wahrheit entspricht, obwohl du merkst, dass es keine Heilung bringt, obwohl du merkst, dass es keine Veränderung bringt, obwohl du merkst, dass sich nichts an deinem Schmerz verändert, rutschst du in einer tiefen Gewohnheit, in einer der größten, furchtbarsten Gewohnheiten der Menschheit, denn aktuelle Profizenter auf der Welt leben noch immer fürstlich davon, deine Süchte zu unterstützen. Pharmaindustrie, Genussmittelindustrie, Unterhaltungsindustrie, Alkohol, Zigaretten, Drogen. Den meisten Umsatz und Gewinn kannst du auf der Welt generieren, wenn du Menschen darin unterstützt, ihren Süchten nachzugeben. Und jetzt gibt es die weit verbreitete Meinung, Liebe wäre, einen anderen zu unterstützen, weiter zu lieben, also sozusagen Gegenwart mit einem anderen zu teilen, Verbindung mit einem anderen aufrechtzuerhalten, egal wie der lebt, egal wie der sich selber verleugnet, egal wie sehr er sich selber ablehnt, egal wie sehr er sich zudröhnt, egal wie sehr er weiter festhält an einem Angstvermeidungs-, an einem Lügenleben, an einem gesellschaftlich anerkannten Leben, in Ehe, in Berufungssituationen, die nicht seiner Wahrheit entsprechen, nicht seinen Gaben entsprechen, nicht seinem Herzen entsprechen. Also es gibt die weit verbreitete Meinung, Liebe wäre weiter Verbindung aufrechtzuerhalten, weiter Gegenwart zu teilen, weiter zu lieben, da zu sein, Zeit zu verbringen und auch weiter zu unterstützen, wenn ein Mensch mittels seiner entwickelten Süchte, seinen eigenen Schmerz, seine eigene Angst, sein eigenes Trauma, seine eigene kindliche Wunde vermeidet. Also ein Mensch tut immer und immer und immer wieder in einer der tiefsten Gewohnheiten, erlernten Gewohnheiten, das Gleiche. Er verbleibt in Lügen, Angstvermeidungsbeziehung. Er ist süchtig nach der Aufmerksamkeit und Anerkennung anderer. Also fühlt überhaupt nur ein, ich bin richtig, so wie ich bin. Mogli, hier bleiben! Mogli! Er fühlt überhaupt nur ein, ich bin Selbstwertgefühl über Anerkennung, Beifall, Status, durch andere. Oder ein Mensch nimmt Drogen, Alkohol, Cannabis, was auch immer. Ich kenne mich im Feld der Drogen nicht so besonders gut aus. Ich habe alles mal oder viel mal ein einziges Mal in Maßen probiert und festgestellt, dass der Schmerz, nachdem ich Mogli, der Schmerz, nachdem ich eine Wunde vermieden, sediert habe, egal was es war, ich möchte nicht ins Detail gehen, der Schmerz, nachdem ich einer Sucht der Vermeidung des Fühlens meiner Wunde nachgegeben habe, der Schmerz danach war umso heftiger, umso unerträglicher. Ich habe das mit den Süchten und dem Sedieren und Vermeiden, Alkohol, Drogen und so weiter, ganz kurz mal ausprobiert. Der Preis ist mir zu hoch. Der Preis ist mir zu hoch, weil deine Wunde immer lauter schreit, je mehr du sie vermeidest und sedierst. Also, was will ich eigentlich in diesem Video sagen? Martin, komm auf den Punkt. Es ist keine Liebe. Es ist keine Liebe. Es ist alles andere als Liebe. Es ist einfach nur dein eigener Angstvermeidungsdeal. Es ist einfach nur dein eigener Deal mit einem anderen in Vermeidung des Fühlens deiner Wunde, dass du Menschen unterstützt, begleitest, dass du weiter zulässt, dass Menschen in deiner Gegenwart, in deinem direkten Umfeld, ja, auch deine Kinder, auch deine besten Freunde, auch deine Eltern, auch dein Partner oder Ex-Partner, es ist keine Liebe und vor allem ist es keine Heilung, es ist sogar Vermeidung von Heilung, es ist sogar aktive Unterstützung bei Vermeidung von Heilung, es ist aktive Unterstützung, dabei weiter in Süchten, in Angstvermeidung zu verbleiben und damit die eigene Wunde zu sedieren und trennen. Es ist keine Heilung und keine Liebe, Menschen weiter zu unterstützen, weiter zu begleiten, weiter Zeit zu verbringen,
die in ihren Süchten, in ihrer Angstvermeidung verhaftet bleiben wollen, identifiziert bleiben wollen, die also weiter ein Angstvermeidungsleben leben, ein Leben in der Trennung vom Fühlen der eigenen Wunde. Es ist keine Liebe, keine Heilung, es ist nicht liebevoll alles andere als das, ist dein eigener Angstvermeidungsstil, Menschen zu unterstützen, in ihrer Sucht, in ihrer Angstvermeidung, in ihrem Lügenleben, in ihrem Drogenkonsum zu verbleiben. Und du beteiligst dich aktiv daran, dass dieser Mensch, du bist aktiver Bestandteil dessen, dass dieser Mensch seine Sucht nie überwinden wird, dass dieser Mensch seinen Schmerz nie annehmen wird, weil du durch deine Verbindung, deine Gegenwart, dein Sorgen, deine Aufmerksamkeit, deine vermeintliche Liebe diesen Menschen noch mehr von seinem Schmerz trennst und dafür sorgst, dass dieser Mensch weiter in Komfortzonen verbleiben kann. Einen Menschen in seinen Süchten zu unterstützen, verhindert seine Heilung und übrigens deine auch. In diesem Sinne, Liebe ist, dein Herz offen zu lassen, unbedingt weiter zu lieben, im Außen Grenzen zu setzen und klar zu kommunizieren, dass es etwas kostet und was es kostet, mit dir Lebenszeit zu verbringen, mit dir Gegenwart zu teilen, mit dir in Kontakt und Verbindung zu bleiben. Das ist Liebe. Warum tun das die wenigsten Menschen? Warum glauben die meisten Menschen, der Uhlemann spinnt? Und Liebe wäre, einen anderen, für den du was empfindest, der wichtig für dich ist, in seinen Süchten, in seiner Angstvermeidung zu unterstützen. Weil, wenn du einen Menschen nicht mehr weiter unterstützt, in seinem Angstvermeidungsleben, im Leben in seinen Süchten verbleibend, dieser Mensch dir Ablehnung spiegelt und dieser Mensch dich unter Umständen angreift, herabsetzt und du in der Ablehnung des anderen natürlich heftig deine eigenen Schattenängste, Dämonen, deine selbstablehnenden Glaubenssätze um die Ohren gehauen bekommst. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Wenn du Begleitung möchtest auf deinem Weg zurück zu dir, in die Liebe, in dein Ich Bin, in dein authentisches So-Sein, findest du mich auf meiner Website www.martinuhlemann.de. 15 Minuten eines gemeinsamen Gesprächs sind nach wie vor kostenfrei. Dabei geht es um dich, 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 dich. Wenn du Interesse an einer meiner Ausbildungen zum Liebenden hast, schau gerne auf www.martinuhlemann.de. Dort gibt es noch einige Termine für dieses Jahr. Dankeschön für deinen Mut, auf dich zu schauen. Tschüss.